Das musst du jetzt unbedingt erfahren. Das musst du jetzt unbedingt wissen. In dieser Legung wirst du etwas durch die Tarotkarten gezeigt bekommen, was jetzt wichtig für dich ist, wovon du nicht weißt, aber jetzt es erfahren wirst. Sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist. Ich lege heute, wie gesagt, die Tarotkarten, aber auch die Orakelkarten kommen zum Einsatz. Und ich fange jetzt einfach mal an, für dich die Karten zu mischen. Du fokussierst dich auf dich. Du schaust vielleicht auch in dein Inneres, ja, so ein bisschen die Energie zu dir ziehen, deine Energie sammeln in dir. Das wird dir bestimmt helfen jetzt bei dieser Legung. Karten erstmal und jetzt werden sich die Themenbereiche so ein bisschen zeigen, was du jetzt erfahren musst. Und ich habe hier für dich die 8 der Münzen. Das könnte zum Beispiel hier um Finanzen gehen, um vielleicht Beruf, Job, irgendeine Aufgabe zum Beispiel. Ja, das muss nicht unbedingt Beruf sein, das kann auch eine Aufgabe sein, kann auch etwas hier mit der Hingabe zu tun haben. Dann habe ich hier 2 Karten und da habe ich 9 der Schwerter und den Wagen. Aha, da verabschiedet sich jemand von der Angst. Da verabschiedet sich jemand von Sorgen. Sorgen gehen und an diese Stelle kommt der Wagen, da kommt der Aufbruch, da kommt das Vorwärtskommen, das Vorangehen, ja? Hier habe ich für dich das Ass der Schwerter, Chance auf Kommunikation, Chance etwas zu sagen. Entweder wirst du die Chance bekommen, jemanden zum Beispiel etwas zu sagen oder andersherum, jemand wird die Chance bekommen, dir etwas mitzuteilen, dir etwas zu erzählen, ja. Könnte auch klärend sein. Und ganz zum Schluss die Veränderung. Keine Angst vor der Karte. Ich weiß, die sieht manchmal so ein bisschen ja gespenstisch aus, aber es geht hier um eine Veränderung oder um eine transformative, verändernde Phase. Ja, ich schaue mir jetzt die Karten genauer an und es geht hier erstmal um die 8 der Münzen. Worum geht's da? Was sollst du jetzt wissen? Und da habe ich die, wow, also ich habe gedacht, dass es hier nur etwas mit Beruf auf eine Aufgabe zu tun haben kann, vielleicht Finanzen, ja, aber nicht nur, sondern das kann hier auch sich um die Liebe handeln, denn ich habe hier 2 der Kelche und den Pagen der Kelche. Da kommt etwas auf dich zu. Da kommt jemand auf dich zu. Da wird dir jemand etwas geben wollen. Und zwar, ich habe das hier, die Liebe. Jemand wird dir die Liebe geben. Oder wenn das wirklich hier Finanzen oder Beruf sein soll, vielleicht hast du niemanden, vielleicht bist du Single komplett und da ist wirklich niemand, ja? Dann habe ich das hier so, dass das eventuell bei dir doch der Beruf sein könnte, weil unter Umständen könnte wirklich in kürzester Zeit bei dir, ja, jemand auf der Matte stehen, jemand in dein Leben kommen. So zeigen mir das die Karten, wenn du Single bist und da wird sich sehr, sehr viel entwickeln, ja. Aber wenn du so sagst, nee, das kann gar nicht sein mit der Liebe, dann ist es hier nicht die Liebe, sondern das ist hier der Beruf oder die Finanzen oder deine Aufgabe, die du da hast, ja. Und du musst irgendetwas erledigen und da habe ich für dich auch auf dich zukommen. Jemand oder diese Situation kommt auf dich zu, aber mit Liebe im Herzen, mit Frieden im Herzen, mit guten Absichten und in dieser Situation möchte man sich mit dir kurz schließen, möchte man sich mit dir auf dieser finanziellen, beruflichen Ebene verbinden, ja, und man hat ein gutes Gefühl bei dir und du sollst auch bei dem anderen,
Ja, auch ein gutes Gefühl haben. Jemand möchte dich zum Beispiel in seinem Team haben. Jemand möchte, dass du zum Beispiel für ihn da bist, also was erledigst oder zum Beispiel in diese Abteilung wechselst und vielleicht kommt dieser Mensch dann auf dich zu und sagt, willst du nicht hier die Abteilung wechseln? Da ist was frei geworden und es wäre gut, wenn du an diesem Platz dann sein würdest. Und es könnte auch ein bisschen mehr Geld dabei rumkommen. Nicht viel, aber trotzdem ein bisschen mehr, ja. Ich habe das hier auch so, dass eine Aufgabe auf dich wartet und diese Aufgabe wirst du super gut erledigen können und es wird nicht nur dich zufrieden machen, diese Aufgabe, sondern auch alle anderen, falls da andere Menschen dabei sein sollten, irgendwie da mitmischen oder mitmachen, ja. Dann wirst du auch diese Menschen zufriedenstellen, oder diese Menschen werden einfach zufrieden sein, ja. Wenn es aber sich ja, eine Liebesangelegenheit handelt, weil ich habe hier die Liebeskarten, also das kann ja auch eine Liebesangelegenheit sein, dann habe ich das hier so für dich, dass du vielleicht hast du jemanden im Kopf jetzt schon, oder vielleicht hast du jemanden im Herzen. Das kann nämlich auch so sein, dass du jemanden schon im Herzen trägst. Da soll ich dir sagen, dieser Mensch, wenn nicht jetzt schon, dann bald, super bald, wird dieser Mensch auch dich im Herzen tragen. Ich habe nämlich schon Gefühle. Ich habe hier schon Gefühle. Ich habe hier schon die Liebesoffenbarung. Ich habe hier schon ja miteinander hier zusammengehen durchs Leben, sich verbinden und vielleicht ist es auch so hier, dass ihr ein bisschen unterschiedlich seid, weil ich habe hier einen silbernen und einen goldenen Flipper, Delfin, ja. Und ja, das sind unterschiedliche hier, ja, Delfine, Menschen, ja, sie stehen für euch beide hier. Aber das sind beides wertvolle Metalle, nicht wahr? Gold, Silber, wertvoll. Naja, gut, Gold ist ein bisschen mehr wert, aber trotzdem ist es hier sehr wertvoll. Und auch wenn ihr unterschiedlich seid, ergänzt ihr euch ganz gut. Ihr gehört auch irgendwo zusammen. Ihr gehört auch zu einer Gruppe, wird mir hier angezeigt, ja? Ihr könnt in einer Gruppe zusammen gut sein auch. Und vielleicht familiär irgendwie so ein Gefüge, familiäres Gefüge, da passt der jeweils andere irgendwie super prima rein. Oder Freundeskreis, ja, da passt der jeweils andere irgendwie super rein, kann auch hier so sein. Also das passt einfach, obwohl ihr unterschiedlich seid. Vielleicht ist das Alter unterschiedlich, vielleicht die Haarfarbe, vielleicht auch andere Religionen, andere also Nationalitäten, ja, vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen. So auf den ersten Blick könnte man vielleicht denken, na ja, die passen ja gar nicht zusammen. Doch, 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 schon. Ja, weil das Innere verbindet hier, diese innere Anziehung, diese Gefühle, diese innere Gefühlsebene, sie ist genau gleich und deswegen ihr begibt euch auf diese Gefühlsebene und begegnet euch und es ist einfach, als würdet ihr füreinander geschaffen sein oder zusammen, einfach zusammengehören, ja. Und ich weiß nicht, ob du das schon gefühlt hast, aber ich habe das hier so, dass dein Gegenüber entweder hat er oder sie das schon gefühlt oder wird es jetzt fühlen, auf jeden Fall. Also ich habe auch hier Liebe, ich habe Liebesgefühle, ich habe riesengroße Zuneigung. Also wenn das mögen ist, dann ist es sehr, 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 sehr mögen, ja. Und da kommt ein Angebot auf dich zu. Das sollst du jetzt erfahren, das musst du jetzt wissen, dass da ein Liebesangebot auf dich zukommt, wenn es sich um die Liebe handelt, wenn nicht die Liebe, wenn hier Beruf, Finanzen oder diese Aufgabe, was nichts mit der Liebe zu tun hat, ja, dann kommt es aber auch. Und ich soll dir sagen, es kommt wirklich vom Herzen, ja, es kommt vom Herzen. Die Gefühle sind echt, die sind ehrlich und das hat man sich nicht eingebildet. Und ich soll dir auch sagen, du bildest dir das nicht ein. Man bildet sich das nicht ein. Du bildest dir das nicht ein. Das ist wirklich echt. Das ist hier echt. Ich habe sowas Echtes, ja. Aber, ich soll dir hier auch noch sagen, dass das Ganze ein bisschen Hingabe erfordert. Man sollte sich schon so ein bisschen dem widmen, ja. Schon so ein bisschen die Energie da drauflegen. Schon so ein bisschen genauer hinschauen, was man da macht,
Ja, denn es ist sehr, sehr wichtig hier für dich, aber auch für den anderen Menschen, ja, sehr, sehr wichtig. Auch wenn es beruflich ist, ja. Auf der anderen Seite ist ja jemand und das ist, für diesen Menschen ist es auch sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr wertvoll. Jetzt werde ich noch eine Orakelkarte ziehen. Liebe, schau, was du hast, schau, was du jetzt erfahren sollst. Liebe, du wirst Liebe erleben, du wirst Liebe leben können. Liebe kommt in dein Leben. Ja, am Anfang habe ich ja davon gesprochen, Single. Ja, du wirst nicht lange Single sein, nach den Karten hier, ja. Aber schau genau, ob du in Resonanz gehen kannst, ja. Und ich soll dir sagen, dieser Mensch hat Gefühle für dich, dieser Mensch liebt dich, falls jemand da ist und du dich fragst, na, empfindet dieser Mensch irgendetwas für mich? Ja. Empfindet. Bald kommt eine Nachricht, ja. Vielleicht erwartest du auf eine Nachricht von diesem Menschen. Diese Nachricht kommt. Du siehst hier die Taube. Sie kommt. Vielleicht wartet auch dein Gegenüber, also der andere Mensch, auf eine Nachricht von dir, soll ich sagen. Kann auch hier so sein. Und vielleicht wartet dieser Mensch, dass du auch irgendwo ihm zeigst, dass du wenigstens ihn magst oder so. Ja, das kann hier auch so eine Botschaft sein für dich. Aber ich überrede jetzt hier niemanden dazu, sofort irgendwie so sein Herz auszuschütten, wenn die ganze Geschichte so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht, ja. Denn das könnte dann zu schnell sein. Wollte ich nur so am Rande erwähnen. Und hier habe ich für dich die 9 der Schwerter und den Wagen. Also die Ängste wird man hinter sich lassen. Ich weiß nicht, welche Ängste das sind, aber du hast irgendwelche Ängste sind bei dir da. Vielleicht hast du auch schlaflose Nächte wegen irgendetwas. Ich soll dir sagen, damit wird jetzt Schluss sein. Das lässt du hinter dir. Das lässt du zurück. Auch vielleicht überdenken, immer wieder überdenken. Vielleicht eine ganz bestimmte Situation, vielleicht eine ganz bestimmte Begegnung, vielleicht auch mit jemandem. Immer wieder überdenken und habe ich was falsch gemacht? Was habe ich denn da gesagt? Wie hat das Gegenüber empfunden, ich habe mich doch total falsch verhalten oder sowas, ja. Kann sein, dass du das immer wieder im Kopf wälzt mit den 9 der Schwerter. Und da zeigen mir die Karten, das sollst du jetzt wissen, dass du vielleicht damit so ein bisschen aufhören sollst, ja, das immer wieder so wälzen, weil du weißt es nicht. Am besten ist es, du fragst diesen Menschen oder du fühlst so ein bisschen vor. Vielleicht ist es einfach, weil das zeigt mich ja auch Illusionen, ja, dass du dir da Gedanken machst, dass da was falsch abgelaufen ist und das stimmt gar nicht. Das war alles okay so, ja. Kopfkino hört auf. Das habe ich hier so. Probleme. Vielleicht ein Problem. Bei einigen können das auch mehrere Probleme sein, ja. Ich habe das hier so, diese Probleme, die sind so riesengroß, weil du die ganze Zeit darüber nachdenkst, ja. Und dann werden die immer größer, prägnanter, obwohl sie in Wirklichkeit klein sind. Die wirst du auch zurücklassen. Du brauchst nicht mal die zu lösen, wird mir hier angezeigt, soll ich dir sagen, ja? Brauchst nicht mal zu lösen, sondern du gehst einfach weg davon. Du entfernst dich davon, durch den Wagen, mit dem Wagen, indem du in diesem Wagen sitzt und nach vorne schaust und nach vorne losmarschierst, loslegst, ja? Ich habe das hier so mit diesen beiden Karten, dass du etwas zurücklassen wirst, was negativ ist. Ja, muss auch gar nicht sein, dass man das irgendwie löst, komplett. Muss hier gar nicht sein, sondern einfach aus den Augen, aus dem Sinn bekomme ich für einige, nicht für alle, aber für einige, ja. Du brauchst dich nicht mehr damit zu befassen, ja. Du brauchst dich nicht mehr damit zu beschäftigen, gedanklich sowieso nicht, ja. Und es wartet etwas anderes auf dich, etwas Neues. Du schreitest dem Neuen entgegen. Ich habe hier zwei Karten, die darauf so hindeuten, ja, auf das Neue, auf die Veränderung, hier die Veränderung und hier der Wagen. Vielleicht wirst du auch eine Reise machen, ja. Das ist jetzt hier was anderes, weil der Wagen kann auch eine Reise anzeigen. Vielleicht wirst du auch eine Reise machen und du hast Angst vor dieser Reise. Was erwartet mich da?
Ja, kann auch so sein. Vielleicht ist es ein no neuer, neuer Platz, ja, neue Destination, ja, neues Hotel oder eine neue Stadt oder eine neue Insel, neues Land. Da warst du noch nie. Und du machst dir so Gedanken, oh mein Gott, wie wird das alles so verlaufen? Es wird gut verlaufen. Es ist gut, dass du diese Reise machst. Es ist gut, dass du dich dahin bewegst. Es ist gut, weil du wirst alles unter Kontrolle haben können. Du wirst es zum Beispiel nicht, vielleicht nicht alles unter Kontrolle haben, aber du wirst es schaffen. Du wirst es packen. Dir wird es gut gehen. Dir wird es besser gehen. An diesem neuen Ort wird es dir sehr gut gehen. Und das wird sehr schnell passieren mit dem Wagen, ja? Also das ist jetzt hier nicht, dass das allzu lange dauern wird. Vielleicht, wenn du eine Reise machst, oder überlegst, eine Reise zu machen, ja, Gedanken an eine Reise. Und du bist so ein bisschen hin und her gerissen, zweifelst, schwankst, soll ich nicht? Vielleicht schreibst du mir das in die Kommentare, das wäre gut, ja. Und kann aber auch für einige so sein, dass dir etwas am Herzen liegt, dass du irgendetwas am Herzen hast, worüber du dich nicht traust zu sprechen. Das kann hier auch so sein, ja, mit den vielen Schwertern, etwas Unausgesprochenes. Und da wirst du hier das sprechen, also darüber sprechen können, darüber reden können, das aussprechen, das sagen, ja. Vielleicht spielt das hier auch noch eine Rolle, aber da brauche ich mehr Karten dazu. Und auf den Wagen werde ich aber auch noch eine Karte legen. Zehn der Kelche. Ja, es wird dir Glück bringen. Also es wird nicht nur Spaß machen, sondern das wird Glück bringen. Das wird dir Glück bereiten. Also du sollst dich dahin bewegen. Du sollst dahin gehen. Du sollst dahin fahren. Du sollst dich aufmachen. Du sollst aufbrechen. Ja, vielleicht ist es eine neue Aufgabe für dich. Vielleicht ist es etwas, wo du schon immer hin wolltest oder was du schon immer machen wolltest, erledigen wolltest. Und du hast Angst bis jetzt davor gehabt. Die Angst lässt du zurück, du marschierst los und dann wirst du hier das Glück erleben. Ich habe hier für dich das Glück, das große Glück, emotional. Also du wirst dich freuen, du wirst Freude erleben. Du wirst auch, falls da noch irgendjemand anderes mit drin hängt, in irgendeiner Form, du wirst dem anderen auch eine Freude machen. Deswegen, ja, jemand erwartet dich. Du sollst, ja. Also wenn du überlegst, soll ich da hinfahren oder nicht? Ja, fahr mal hin. Da wartet das Glück auf dich. Ja, soll ich hier jemand sagen? Und es kann auch etwas mit der Liebe zu tun haben, weil ich habe hier die Kelche, ja. Kann hier aber auch sogar etwas Amtliches sein, etwas Behördliches, weil ich habe hier auch die Schwerter, ja. Und hier, diese Chance zu kommunizieren, diese Chance auf Kommunikation. Worum geht's da oder wie wird sich das entwickeln? Ich schaue für dich rein. Die neun der Stäbe. Ja, da ist jemand zurückhaltend. Da hält sich jemand zurück. Kann sein, dass du das bist. Oder vielleicht möchtest du unbedingt mit jemandem reden und dieser Mensch ist nicht erreichbar für dich. Das kann jeder sein. Das muss nicht romantisch sein. Das kann auch, du rufst immer wieder da an und diese Person geht nicht ran. Jemand hält sich zurück. Jemand ist nicht erreichbar, wird aber erreichbar sein, aber sachte. Sehr behutsam bitte damit umgehen. Behutsam reden, behutsam auf das zugehen. Nicht, dass man diesen Menschen oder diese Situation irgendwie verschreckt, ja, dass man das irgendwie so ja, dass der andere sich so überrumpelt fühlt oder unter Druck gesetzt. Also da darf kein Druck sein dahinter, ja. Das muss eher so locker leicht sein, anders verpackt. Also wenn du mit jemandem unbedingt sprechen möchtest, dann wäre es gut, zum Beispiel in einer locker leichten Atmosphäre, ja. Oder jemand traut sich hier nicht, auf dich zuzugehen und dich zu fragen oder dir etwas mitzuteilen oder traut sich nicht mit dir zu reden, weil der andere Mensch erwartet vielleicht eine Absage, vielleicht Ablehnung.
Sowas habe ich hier auch, ja. Aber ich habe das hier so, dass diese Chance, egal ob von dir oder diesem anderen Menschen, ja, die wird ergriffen werden. Also es kommt zur Sprache. Man nimmt diese Chance an, man nimmt diese Chance wahr. So habe ich das hier für dich. Und jetzt zum Schluss komme ich zu hier dieser Veränderung, zu dieser tiefgreifenden Transformation. Und was möchten die Karten dir diesbezüglich jetzt noch mitteilen? Der Stern und die Sieben der Kelche. Der Stern, das ist hier zukunftsweisend, also das wird super für dich sein, das wird mega für dich sein. Also diese Transformation, diese Veränderung, die da auf dich zukommt, das sollst du jetzt erfahren, dass diese Veränderung einfach in dein Leben kommen wird. Ja, wird sie. Du kannst es vielleicht nur ein bisschen verschieben, aufschieben, aber es kommt. Und das wird super für dich sein. Ja, das wird sich sehr gut anfühlen. Das wird nicht schwer sein. Es geht in die super positive Richtung. Der Stern bringt Glück. Das ist auch die Glückskarte langfristig, ja, über einen längeren Zeitraum. Vielleicht wirst du das Glück nicht sofort mit dieser Veränderung erleben. Vielleicht wird diese Veränderung ganz am Anfang so ein bisschen anstrengend sein. Kann sein, ja. Aber dann, wenn das schon ein bisschen läuft, ja, wenn das schon vielleicht auch dieser Moment der Veränderung vergangen ist und diese Veränderung breitet sich aus in deinem Leben, dann wirst du das als eine, vielleicht sogar eine Wohltat erleben, ja. Das kann so weit gehen. Aber es bringt dir Glück, es ist gut für dich. Das wird sich auch gut entwickeln, soll ich für viele sagen. Vielleicht ist diese Veränderung schon da bei dir und du weißt nicht, oh mein Gott, wo führt das hin? Sehr positiv wird das. Das führt dich zu einer sehr leichten, lockeren, inneren Einstellung. Sowas habe ich hier, ja. Und da ist sehr viel zu machen. Also du kannst sehr viel bewirken, du kannst sehr viel ausrichten im positiven Sinne für dich, für andere vielleicht auch, ja, durch diese Veränderung. Da können auch noch andere mit drin hängen, mit den Sieben der Kelche. Potenziale, also die Veränderung bringt Potenziale, ja. Oder ein Potenzial, was richtig groß sein wird für dich. Und das wird sich in deinem Leben ausbreiten. Dieses Potenzial wirst du annehmen. Du wirst es umsetzen. Du wirst es irgendwie, du wirst was damit anfangen und machen können. Und das wird super für dich verlaufen. Ich weiß nicht, was das ist. Das kann hier alles sein. Für jeden ist es hier was anderes. Deswegen sieben der Kelche. Denn in jedem Kelch steckt etwas anderes drin. Ja, es geht um Veränderung, Transformation, tiefgehend, grundlegend. Und im Endeffekt kommt das Glück. Und du kannst in diesem Glück baden. So habe ich das hier. Ja. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren, liken, schreib mir einen Kommentar. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.